Wir dürfen Sie ganz herzlich zum Technologienetzwerk Transformation begrüßen. Das Technologienetzwerk Transformation steht im Kontext des Strategiedialogs Automobilwirtschaft des Landes Baden-Württemberg, gehört da in den Kontext der Mittelstandsoffensive Mobilität. Das ist eine Veranstaltungsreihe, in dem wir über verschiedene Fragestellungen der Transformation der Automobilwirtschaft uns austauschen wollen mit interessanten Vorträgen. Ja, ich möchte heute Ihnen unser Ideenportal Qualifizierung ein bisschen vorstellen. Vielleicht zwei Worte zu mir. Mein Name ist Matthias Binder und ich arbeite als Referent bei der Agentur Q und habe eben in dem Zuge auch dieses Ideenportal entwickelt. Da vielleicht nicht alle die Agentur Q kennen, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir sind eine gemeinsame Einrichtung von Südwestmetall und der IG Metall, also von Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite. Das ist relativ einzigartig in Deutschland. Und was tun wir? Das ist im Moment viergeteilt. Der erste Auftrag für uns ist so ein bisschen als Denkfabrik zu agieren, also zu schauen, was bewegt sich in der Metall- und Elektroindustrie, was entwickelt sich da, welche Trends sind abzusehen und was bedeutet das dann eben für die Qualifizierung der Beschäftigten. Daraus folgt dann auch, dass wir Konzepte entwickeln für die Weiterbildung, wie kann sowas erfolgen, wie kann man das im Betrieb umsetzen, welche Möglichkeiten gibt es. Das ist sozusagen die theoretische Seite und auf der praktischen Seite geht es dann eben darum, dass wir auch die entsprechenden Konzepte, aber auch weitere Informationen über Fördermöglichkeiten, über Entwicklungen einfach an die Betriebsräte und die Führungskräfte rausgeben sozusagen, also informieren und dann haben wir eben auch ein Beratungsangebot haben, wo man eben individuell dann schauen kann, was braucht der Bedarf, der Betrieb, Entschuldigung, wo soll es hingehen? Genau. Und das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, bewegt sich so in diesem Informationsbereich in der Hauptsache. Und zwar haben wir dieses Ideenportal Qualifizierung entwickelt, weil einfach so ein bisschen aus dem ähnlichen Gedanken wie das Transformationswissen BW festzustellen ist, es gibt ganz, ganz viele Informationen, aber so die gebündelt zu finden, ist ein bisschen schwierig. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wir tragen mal zusammen, was es so in der Weiterbildung gibt und richten uns damit hauptsächlich an Betriebsräte und Personalabteilungen, aber wohlgemerkt nicht ausschließlich, sondern eben auch an Führungskräfte oder Personen, die sich um die Weiterbildung kümmern, gerade in kleineren Betrieben. Hatten dazu auch schon tatsächlich Rückmeldungen, wo Führungskräfte, neue Führungskräfte eben gesagt haben, hey, super, das ist genau das, was wir gesucht haben. Da kriegen wir ein bisschen einen Überblick. Was steckt denn drin? Also angefangen hat es mit der Frage, hey, welche betrieblichen Herausforderungen gibt es denn heute schon? Aber eben auch in der Dualität, was kommt morgen auf uns zu? Ja, also Digitalisierung, Industrie 4.0, Strukturwandel, ich muss es nicht alles aufzählen. Und dann als dritter Fixpunkt für dieses Ideenportal eben, was hat die Agentur Q in der Vergangenheit auch schon an Angeboten geschaffen und entwickelt? So, das ist also der Rahmen für die Inhalte. Und was Sie dann letztlich im Portal finden, reicht wirklich von einfachen Ideen zu Handlungsimpulsen, zu wirklich ausgearbeiteten Konzepten, die Sie sich aus dem Ideenportal runterholen können. Und aber auch zu Beispielen von guter Praxis, einfach wie Betriebe der Weiterbildung schon angegangen sind. Links sehen Sie aber auch, dass das Ideenportal nicht den Anspruch hat, Ihnen die ultimative Weiterbildungslösung zu bieten, sondern es ist eben als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht, das heißt als Startpunkt für Weiterbildungsaktivitäten. Wie sieht das Ganze aus? Ich möchte jetzt hier gar nicht so im Detail drauf eingehen. Das Wichtige ist nur, es gibt drei Bereiche, nämlich dieses Strategie entwickeln. Ja, also wie können wir Weiterbildung ein bisschen strategischer angehen? Über wie schaffen wir denn Grundlagen im Betrieb? Also so Themenrichtungen, auch Lernkultur. Wie finden wir Zeit fürs Lernen? Wie schaffen wir die Zeit im Betrieb?
wo kann man lernen heute? Und dann haben wir nochmal das Thema Kompetenzen aufbauen, ja, also, sodass Sie im Ideenportal eigentlich den gesamten Bogen der Weiterbildung verbildlicht finden. Und bevor ich jetzt noch mehr irgendwie rum erzähle, würde ich Ihnen gerne einfach ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Ich hoffe, Sie sehen, nein, Sie sehen das nicht. Moment. Freigeben. So. Aber jetzt sollten Sie meinen Browser sehen. Und da sehen Sie auch, das Versprechen im Ideenportal ist so ein bisschen mit 4 Klicks zur Weiterbildungsidee und gibt auch nochmal ein Erklärvideo. Ich gehe einfach mal ganz kurz rein. Also wenn Sie sich jetzt fragen, das Schöne ist, Sie haben hier oben wirklich nur Fragen. Sie müssen also nicht wissen, wo will ich hin, Sie müssen nur wissen, welches Problem möchte ich lösen. Also zum Beispiel, wie bauen wir Lernen in den Arbeitsalltag ein? Ja, erster Klick. Dann kriegen Sie hier mal ein bisschen Übersicht, weitere oder konkrete Möglichkeiten, was getan werden kann, aber auch eben Links und Verweise auf andere Inhalte im Ideenportal. So, Klick Nummer 2 von mir aus, wie machen wir Mitarbeitende zu Weiterbildungsbotschaftern? Auch hier nochmal Links, Klick 3 und Klick 4 und Sie sind in einem Leitfaden. Der ist immer gleich aufgebaut. Sie haben am Anfang nochmal eine Übersicht, worum geht es hier, was bringt mir das, welcher Aufwand steckt dahinter, sodass Sie immer schnell entscheiden können, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Nochmal ein bisschen eine Einordnung, Inhalt und dann eben so ein bisschen Hintergrundinformation, aber auch, wie Sie jetzt hier zum Beispiel sehen, wirklich auch ausgearbeitete Konzepte mit Zeitvorschlägen, was muss Schritt für Schritt getan werden, wie kann eben so eine Ausbildung und Auswahl von Lernbegleitern aussehen und immer noch mal die Kontaktdaten. So, das einfach nur im Schnelldurchlauf. Wenn Sie da reinklicken möchten, also es ist wirklich maximal einfach. Sie bekommen ja die Folien, da ist auch die Adresse hinterlegt. Und dann können Sie einfach gerne reinklicken. Sie finden da auch nochmal ein Erklärvideo. Und ja, dann ist jetzt natürlich noch die Frage für Sie, wenn Sie jetzt im Ideenportal einen tollen Leitfaden gefunden haben, wo Sie sagen, super, das ist was für uns, wie geht es dann weiter? Wie gesagt, es ist ein Angebot, um erst die Ideen zu entwickeln. Und die Umsetzung im Betrieb erfolgt dann natürlich durch Sie, wobei wir auch als Agentur Q sagen, wir begleiten Sie gerne auf dem Weg, wenn Sie da Bedarf und Interesse haben. Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos. Wenn Ihr Betrieb Mitglied ist bei Südwestmetall, ist die komplette Leistung der Agentur kostenlos. Und ja, noch das letzte Wort zum Ideenportal. Das ist natürlich etwas, was auch permanent wächst und sich verändert, angepasst wird. Also auch da gilt, wenn Sie raufgehen und sagen, naja, es sind tolle Angebote drin, aber irgendwie nicht so richtig das, was ich suche, melden Sie sich gerne bei uns. Wir nehmen es mit auf.